Spreche ich ein endgültiges Verbot des Niggerjats für den gesamten deutschen Rundfunk aus. Wenn wir früher so gingen, so als Swing Boys, dann hatten wir erstmal eine Zweireihe. Möglichst auffallende Karos oder Nadelstreifen. Die Mädchen standen den Jungs in nichts nach. Die Polizei und die Gestapo nannten die Mädchen Hosenweiber. Das Haar musste lang und glänzend sein. Mit BDM-Zöpfen und typisch deutschen Haarrollen hatten Swingbabys nichts am Hut. Der Boy, das Girl, sie lieben hot. Und meiden die Meute stupider heilt. Gehen sie spazieren auf leisestem Klo. Er glänzt sie am Bein, er am Jackett. Marschiert voran! Hot Jazz and Swing! Come on, boy! Come on, girl! Wir gehen zum Ding! Alle Rädelsführer, und zwar die Rädelsführer männlicher und weiblicher Art, unter den Lehrern diejenigen, die feindlich eingestellt sind und die Swingjugend unterstützen, sind in ein Konzentrationslager einzuweisen. Und wir wussten überhaupt nicht, wo unser Junge war. Und dann musste er seine Lebensmittelkarten bekommen. Und da erfuhren wir nun, wo er war. Er war nach Moringen gekommen. Ich durfte dann nicht wieder mit zurück. Stattdessen jeden Tag Verhöre. Und dann Abtransport mit der grünen Minna nach Fuhlsbüttel. Deutscher Junge! Deutsches Mädchen! Warum bist du hier? Weil du gegen die Gemeinschaftsordnung des deutschen Volkes verstoßen hast. Was sollst du hier? Lernen und erkennen, dass auch du Glied unseres Volkes bist und dein Volk sich deiner schämt, wenn du hier noch einmal herkommst. Und Frau Doktor? Nordisch, dinarisch. Schauen wir mal. Was, mein Junge? Ja, mal ein bisschen Haltung, Mann. Fehlt ja nur noch ein kleines Stück bis zur SS-Leibstandarte, ne? Oder? Fehlt da unten auch ein kleines Stück, ne? Die Bäume mussten im Wald gefällt, ins Lager geschleppt, ohne Transportmittel auf den Schultern. Und dort zerkleinert werden, von uns jungen Mädchen, viele gerade erst 16 Jahre alt.
Als Arbeitsprämie für diese Schwerstarbeit gab es pro Tag 10 Pfennige. Ausbezahlt wurde das Geld nie. Mein drittes Kommando war der Autobahnbauabschnitt Nordheim-Göttingen. Als Fundament wurde gemahlenes Glas verwendet. Wenn das Zeug in die Schuhe eindrang, waren die Füße bis zu den Knöcheln wundgescheuert. Deswegen arbeiteten wir lieber barfuß, trotz glühender Hitze. Die Füße gewöhnten sich daran. So lose wie nach diesen Schlachten. Und darum lieben wir das lärmende, laute, lila Karussell, das Jazzmusikende, das über unsere Schlünde rüberorgelt. Dröhnend, glaubig, lila, bunt und blöde. Vielleicht. If it ain't got that swing, do I, 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 do I. Don't mean a thing. All you've got to do is sing. Do I, 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 do I. Makes no difference if it's sweet or hard. Do I, 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 do I. Swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I.